Hallo meine Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dannyland gelandet. Schön, dass ihr da seid. Heute zu einem weiteren Teil meines Nageltagebuchs. Ich wollte euch berichten, was so in der letzten Zeit so passiert ist. Und zwar habe ich ja das letzte Nageltagebuch, was ich gemacht habe, habe ich ja euch gezeigt, wie ich diese Vollcovers als Halbcovers drauf geklebt habe. Das waren diese billigen vom Action. Und ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir einiges gebraucht bei Kleinanzeigen gekauft habe. Ich will mal noch eBay-Kleinanzeigen sagen. Und da war unter anderem in diesem einen Set, waren die da mit drin. Und da habe ich erst gedacht, naja, Vollcover. Oh, ich hatte mal irgendwann vor Jahren so von Kiss so Plastiknägel, ich sag mal wirklich jetzt Plastiknägel, schon farbige Plastiknägel mir aufgeklebt und fand das nur fürchterlich. Aber da habe ich garantiert auch was falsch gemacht. Oder die sind hier wirklich bedeutend besser, weil das sind nämlich Softgel-Tipps. Die haben inzwischen eine neue Verpackung, die sieht so aus. Dazu gleich mehr. Und wie gesagt, die waren in, ich hatte mir Dunel-Sachen gekauft und da waren die hier mit bei. Und was ich richtig cool finde, also hier, hier fehlen jetzt schon ein paar. Seht ihr so besser. Die kann man sich echt so super dran halten. Muss man nicht in dieser Kiste rumwühlen, wo mir dann immer alles durcheinander purzelt, sondern hier kann man tatsächlich die sich so draufhalten und dann die passende Größe abmachen. Und ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und habe mir dann mal hier drauf geschrieben, welche Hand links und rechts ich an welchem Nagel welche Größe trage, dann brauche ich das beim nächsten Mal nicht mehr raussuchen. Und da diese Firma 12 verschiedene Größen hat, ist da auch eher eine passende bei als bei anderen Marken, wo nur 10 Größen bei sind. Und die sind von der Rückseite schon angeraut, also das könnt ihr euch sparen. Und dann hatte ich mir die... Ich überlege gerade, bei welchem Video ihr die gesehen habt. Da habe ich mir die im Oster, da hatte ich so ganz bunte, da hatte ich die auch in voller Länge drauf. Die hier sind, das sind jetzt die gleichen, die sind ein bisschen kürzer, habe ich ein bisschen abgeschnitten. Aber das muss ich noch üben. Also da habe ich ganz schön schief geschnitten. Ich habe so einen komischen, weiß nicht, so einen, wo man so drücken muss und steckt man den Finger nicht. Oh Gott, nein, nicht den Finger, den Nagel dadurch. Naja, auf jeden Fall bei diesen bunten Nägeln hatte ich es so gemacht, da hatte ich mir von Kiss Nagelkleber gekauft, den man so wie Nagellack aufpinseln kann und habe auch gedacht, ja, yeah, das ist ganz gut. Wir sind pro Arbeitstag ist mir ein Nagel flöten gegangen. Ich hatte mir die dann da auch wieder draufgeklebt, habe dann aber an Ostern, habe ich gedacht, okay, du hast jetzt, musst jetzt nicht mehr arbeiten, keiner muss Osternägel sehen, du bist jetzt zu Hause. Dann macht der die Osternägel runter, da habe ich mir diese hier drauf gemacht. Die haben eigentlich ganz gut gehalten, bis auf vorgestern auf der Arbeit, deswegen ist der jetzt hier rund und nicht mehr eckig. Ist mir hier die ganze Ecke weggebrochen. Es hat nichts mit dem, was da drauf ist, zu tun, sondern es ist einfach, der Tipp ist abgebrochen. Kann natürlich auch was mit dem, was da drauf ist, zu tun haben, dass ich es nicht dick genug gemacht habe, weil hier fängt es auch an zu blättern. Naja, auf jeden Fall, die habe ich anders aufgeklebt. Die habe ich damit aufgeklebt. Und zwar ist das hier dieser 6-in-1 Glue Gel von Gelec X oder wie man es heißt. Meint ihr, ich habe das auch... unter anderen Begriffen, aber da weiß ich nicht, ob das die Firma ist. Auf jeden Fall, die hatte ich mir ja, wie gesagt, gebraucht, gekauft. Die waren aber noch original zu. Und habe dann den im Internet entdeckt und habe mir den dann bei Amazon bestellt mit dieser Lampe zusammen und nochmal diesen kürzeren, leicht Ballerina ist das, glaube ich. Und ich gehe mal ganz, also hier ist jetzt das, was bei denen hier auf einer Seite drauf ist, ist jetzt hier auf diesem ganzen Ding drauf, weil hier sind nur 120 drin und in der anderen Packung 240. Aber ich habe mir da jetzt erstmal die Form erstmal in einer kleinen Packung gekauft. Und auf dem Weg zu mir ist noch von dieser Firma, weil ich finde, die sitzen wirklich angenehm drauf. Von dieser Firma habe ich nochmal die Squares in Short. Nee,
Das sind Short, aber die finde ich sehr lang. Nochmal ein extra Short gekauft und Mandeln in extra Short. Wobei ich die ein bisschen spitz finde. Kann sein, dass ich die dann ein wenig runder feile. Muss ich mal gucken. Dann haben wir hier diese UV-Lampe dabei. Ganz angenehm. Da kann man dann das so drunter halten, damit, weil der muss unter UV aushärten. Und ich habe es jetzt beim ersten Mal so gemacht, wie ich. Seht ihr überhaupt was? Beim ersten Mal habe ich es jetzt mit dem Lack so gemacht, dass ich den nur auf die Tipps gemacht habe, auf Rückseite und die Tipps da so drauf gesetzt habe. Jetzt habe ich aber Videos gesehen, da soll man erst den Nagel anpinseln, das kurz, also alle Nägel anpinseln, kurz unter die Lampe, 10 Sekunden nur. Und dann soll man den gesamten Kunstnagel von der Rückseite einpinseln und dann am Ende ein bisschen mehr drauf machen und das dann draufsetzen und dann drunter halten und aushärten lassen. Das werde ich beim nächsten Mal probieren. Und jetzt geht es darum, was mache ich beim nächsten Mal? Weil ich mache das immer gerne wieder, also weiß ich auch nicht, damit das nicht zerkratzt. Beim nächsten Mal. Also ich habe ja die letzten Male Do-Nails benutzt. Und war da so auch ganz zufrieden mit oder bin da auch ganz zufrieden mit, außer dass ich das Gefühl habe, dass ich Dip-Flu bekomme. Weil ich wirklich in letzter Zeit fast jede Woche gedippt habe, wenn es nicht meine Nägel waren, wenn da mal länger Abstand war, habe ich meine diese Dinger geswatcht, also Farben getestet und habe die aufgetragen. Ich hatte bei dem einen Mal hatte ich schon FFP2-Maske auf, da wurde es nicht besser und Fenster natürlich. Da habe ich allerdings nicht die Flüssigkeit von Dunels benutzt, sondern da habe ich die Flüssigkeit von Saviland benutzt. Hatte ich mir bei Amazon bestellt, aber nicht die in den Plastikflaschen, die bei diesen Anfängerkits dabei sind, sondern die hochwertigeren in den Glasflaschen. Fand ich ganz schön, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut. Und da habe ich gedacht, ich teste die mal, weil die ganzen Liquids, die ich habe, sind gebraucht. Und da habe ich gedacht, auch gönne ich mir mal neue. Und ich finde die bei Dunels ganz schön teuer und da habe ich mir, wie gesagt, diese bestellt. Hatte dann beim letzten Mal Dunels tippen sogar eine FFP3-Maske auf, weil ich davor das mal gemerkt habe, dass es bei Saviland hatte ich halt auch Dipflu. Und jetzt kommen wir zum Knackepunkt, warum ich die beiden Kisten hier mit euch gleich anboxen werde. Ich wurde nämlich, beziehungsweise nicht ich, sondern ich bin bei Facebook in einer Gruppe, wo es allgemein um Dipping-Präparate geht, verschiedene Firmen, verschiedene Hersteller, verschiedene Vorlieben. Und da hatte eine nach einer Alternative von Flüssigkeiten gesucht, die sie schnell bei Amazon beziehen kann, weil sie die dringend braucht. Und da hatte ich ihr die von Saviland empfohlen und habe geschrieben, dass ich die so gut wie Do-Nails finde. Und da ging dann die Diskussion los, weil viele halt doch gar nicht so begeistert sind von Do-Nails. Und mir war auch vorher schon aufgefallen, dass bei Kleinanzeigen verdammt viele Produkte von Do-Nails angeboten werden. War auch mit der Grund, glaube ich, warum ich Do-Nails gekauft habe. Weil ich hatte die allererste Werbung, die ich dazu gesehen habe, war von Dip Drip. Und da waren viele begeistert, hatte ich gelesen und so. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, ja, dann kannst du ja mal testen. Und dann hatte ich mir dieses günstige Set bei dieses von Aokitech bei Amazon gekauft, hatte ich euch ja schon berichtet, wo das Zeug ja so fürchterlich gestunken hat, dieser Aktivator, wo ich sofort beim Auftrag Kopfschmerzen gekriegt habe. Also wirklich, das habe ich gar nicht ausgehalten. Bei den anderen Flüssigkeiten ist ja wirklich so, dass ich teilweise erst ein, zwei Tage später merke, dass mir fast eine Woche lang die Nase zu ist. Und zwar nicht nur so zu, sondern die brennt dann auch von innen und ich muss dauernd niesen und naja, okay. Auf jeden Fall hatte ich dann ja Do-Nails gekauft, weil es halt viel Werbung gab und das ja gut sein sollte und weil das bei Amazon, bei eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen heißt es ja nur noch, wirklich viel vertreten war.
Ja, habe ich mir da halt einiges gekauft. Habe ich ja auch eine ganze Ecke Geld gespart, ne? Also, und so finde ich, der Glanz von Topcoat war auch besser als der von Aoki Tech. Das war wirklich, da konnte man deutlich einen Unterschied sehen. Naja, und in dieser Facebook-Gruppe wurde jetzt viel über Dunet, sag ich mal, gelästert. Und dann habe ich gedacht, okay, viele schwören auf Revel Nails und auf Dip Drip. Und dann gibt es ja noch keine Ahnung, wie viele andere Firmen. Aber diese beiden werden eigentlich mit am meisten favorisiert. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich kaufe mir die jetzt mal und teste die. Und berichte, wo ich besser mit klarkomme. Also wie gesagt, das hier sind jetzt Dunails, Original Dunails. Ich habe dann auch in der Facebook-Gruppe geschrieben, wie ich die aufgetragen habe und werde einen Vergleich machen, exakt 1:1, also mit den gleichen Tipps, weil das wäre ja sonst blöd, wenn ich jetzt andere Tipps nehme, anderes Präparat und halt auch die gleiche Stärke vom Dippen. Ich habe hier, weil ich Tipps habe, habe ich keinen Base Powder drauf gemacht, aber es sind 3 Farbschichten drauf insgesamt und 2-mal Topcoat. Und ich habe nach 2-mal Dippen habe ich schon Aktivator drauf gemacht und gefeilt und dann nochmal eine Lage Dip drauf und nochmal gefeilt, weil ich finde, dann wird es schöner. Als wenn man 3 Lagen übereinander macht und dann erst aktiviert und feilt und so. So, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich teste Revel Nails und Dip Drip und ich packe die jetzt mit euch aus. Jetzt habe ich sie umgedreht, weil da Adressaufkleber drauf sind. Also erstmal zum Vergleich. Ich habe beide am gleichen Tag bestellt und es sind beide am gleichen Tag angekommen. Also Lieferzeit schon mal bei beiden, yay! Gleich schnell, 2 Tage. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ist das hier? Das hier ist jetzt Dip Drip. Da steht dann auch Vorsicht Glas. Ich lasse mal meine Hand da jetzt so drauf und packe das mal aus. Und ich hoffe, ich schneide mich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier kein ganzes komplettes Set bestellt, weil das teurer war und ich habe relativ viele Farben. Ich habe jetzt geguckt, also die war sowieso gerade Rabattaktion oder Angebotspreis für die Liquids. Ich habe mir jetzt ein Set Liquids bestellt und ich habe geguckt, was haben die an Farben da, die gerade im Sale sind und habe mir da noch 2 Farben gekauft, so dass ich dann quasi wirklich komplett von einer Herstellungsfirma Liquids und Pulver oder Powder benutzen kann, damit wir da einen vernünftigen Vergleich haben. So sieht das Ganze jetzt aus. So kommt das hier an. Ups. Also hier ist erstmal, wir sagen Dankeschön. Sogar mit Kugelschreiber meinen Namen drauf geschrieben. Also Dankeschön, liebe Daniela. Vielen Dank für deine Bestellung und dein Vertrauen in uns. Wir schätzen dich sehr und hoffen, dass dir deine neuen Produkte viel Freude bereiten. Bei Fragen oder Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung. Herzliche Grüße, Sandra. Also Sandra hat das für mich zusammengestellt, dieses Paket. Haben wir auch nochmal hier eine kleine Süßigkeit. So, dann haben wir hier das... Oh, Glas. Sind Dunails auch in Glas? Nee, die sind in Kunststoff. Also das hier ist Glas. Ich habe mir einmal die Farbe... Gucker ausgesucht, also ein schönes Braun. Hier sind 20 Gramm drin. Nicht einatmen oder verschlucken. Also ich werde jetzt sowieso generell nur noch FFP3-Maske dabei tragen und ordentlich Fenster aufhaben und meine Hundis hier aus dem Raum rausschmeißen, wenn ich das mache. Und dann habe ich mir Wine ausgesucht. Das ist ein ganz dunkles Rot. Also so, die Behältnisse machen schon einen sehr guten Eindruck. Gefallen mir. Und jetzt gucken wir uns die Liquids mal an. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei Dip Drip so, da sind auch 4, es gibt 4 Fläschchen. Man hat aber keinen Brush Saver dabei,
was bei Dunels quasi der vierte, das vierte Fläschchen ist. Den hatte ich aber auch bei Aoki Tech dabei und den hatte ich auch bei Saviland dabei und den habe ich tatsächlich bei allen drei Firmen schon benutzen müssen. Deswegen mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, weil hier keiner dabei ist. Okay, ich habe gerade unterbrochen, weil ich dachte, es klopft an der Tür und habe gerade die Stopptaste gedrückt und Ja gesagt und mich umgedreht. Es hat aber keiner an der Tür geklopft. Die Luna, die saß an der Tür und hat sich gerade gekratzt. Die hat Fellwechsel und die Katze kämmt wie wilde und das juckt. Auf jeden Fall hat sie dann beim Kratzen hat sie diese Klopfgeräusche gemacht. Die habt ihr bestimmt gehört. Egal. Auf jeden Fall ist hier dafür ein Primer mit drin, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Primer habe ich von Dunails einen. Den habe ich aber jetzt noch gar nicht benutzt, weil ich habe noch einen anderen angefangen, den ich mir gekauft hatte. Ja, keine Ahnung. Ach, halt schon. Ob ich, ja. So, hier sind die vier Fläschchen. Und zwar ist das der Primer. Das sind auch Glasflaschen und auch 15 Milliliter wie bei den anderen. Dann haben wir hier den Base Coat. Hier haben wir Nummer 3, den Aktivator. Und Nummer 4 ist der Topcoat. Und wie gesagt, was mich jetzt so ein bisschen verunsichert ist, dass ich keinen Brush Saver habe. Aber vielleicht sind die ja auch vom Verhalten so gut gemacht, dass ich da keinen brauche. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. So, das war das erste Set quasi. Also ist ja im Prinzip ein Set, weil in dem anderen ist dann noch irgendwie Nagelhautschieber und Pinsel und sowas drin. Das habe ich ja alles, das brauche ich ja nicht. Deswegen habe ich mir halt da jetzt quasi mein eigenes Set zusammengestellt und das war dann umgerechnet ja auch günstiger, weil ich habe zwei Farben und ich habe meine Dinger da. So, jetzt kommen wir zu Revel Nails. Die haben auch keinen Brush Saver in ihrem Sortiment. Dafür haben die so eine andere Flüssigkeit mit bei. Ich mache das wieder umständlich, weil ich nicht möchte, dass ihr da meinen Aufkleber seht. So. Machen wir es mal so. Die haben so eine Flüssigkeit dabei, die macht man in die, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, in den Base Coat mit rein und in den Top Coat nach jeder Benutzung ein Tröpfchen, um das wieder zu verdünnen, weil das wohl andickt. So, bei Dunails ist es ja so, da kann man sich, wenn man ein Set bestellt, die Farben zusammenstellen. Kannst du dir vier verschiedene aussuchen. Bei Dip Drip weiß ich jetzt nicht, wie das da ist. Und bei Revel Nails ist es so, die haben verschiedenfarbige Sets. Da kannst du dir dann ein Set aussuchen mit den Farben oder den. Und ich habe mir jetzt ein Set ausgesucht. Da sind vier Farben mit drin. Und die ändern bei Temperatur, bei Kälte, Wärme ihre Farbe. Die ändern sich. So. Das Set sieht ja ganz, ganz gut aus. Also das ist von der Aufmachung, erinnert mich das an Dunails. Oh, guckt mal, das sieht ja wirklich edel aus. Aber das sind, glaube ich, kleine. Ja, das sind kleinere. Hier sind jetzt, und das ist auch Kunststoff, aber das ist ja eigentlich egal. Hier sind aber 15 Milliliter drin und hier sind 20 Gramm. Okay, das ist eines Volumen, das andere ist Gewicht. Kitte, was denn? Die ist frech, die sitzt unter meinem Schreibtisch in der Höhle. Die Höhle ist aber mit der Öffnung zur Wand gedreht und motzt rum, warum auch immer. So, und hier habe ich mir, wie gesagt, dieses Set ausgesucht, wo sich die Farben ändern können. Ja, das nennt sich Portia. Keine Ahnung, das ist so ein Rot. Jetzt müsste ich mal auf meinem Handy gucken, was sich denn da wechselt von den Farben. Das ist hier so ein Blau mit Glitzer. Das sieht sehr schön aus. Das nennt sich Starburst. Das ist so ein Lila mit Glitzer. Und, oh, das kriege ich gar nicht raus. Jetzt. Das nennt sich Crux und das ist so ein Grau. So, also so an sich
selbst wenn sie nicht ihre Farbe ändern würden, so sehen die, finde ich, so an sich sehen die schon sehr schön aus. Achso, ein Kärtchen war hier auch bei. Nicht so ganz so personalisiert wie das von Dip Trip. Und hier haben wir halt die Liquids. Da haben wir einmal das Pro Base, nennt sich das. Dann den Aktivator und dann das Finish Gel. Und hier haben wir diesen Dip Gel Thinner. Also der macht das flüssiger. So, und jetzt weiß ich gar nicht, ist da noch was anderes mit bei oder war es das? Ich glaube, das war's. Genau. Ja. Aber wie gesagt, Feilen und Pinsel und so ein Kram, das habe ich ja alles, das brauche ich nicht. Und was auch schön ist, hier habt ihr im Deckel drin, habt ihr die Anleitung. Und zwar ist hier Deutsch. Das ist ganz unten, das ist auch am besten, kann ich direkt als erstes lesen. Und ja, so, und jetzt wollte ich euch nochmal sagen, inwieweit die sich von den Farben verändern, was in was übergeht. So, Moment. Also dieses Rot wird dunkler, das Blau auch. Ja, man kann es halt nicht so richtig erkennen, aber irgendwie hat es mich angesprochen. Ich habe gedacht, okay, das musste doch mal testen. Also ich habe auch in der Tat hier ein Pulver von AliExpress, was die Farbe verändert. Beziehungsweise verändern soll. Ich habe es noch nicht getestet. Und dann bin ich allgemein und sowieso mal sehr gespannt, ob ich diese Flüssigkeiten besser vertragen kann als die anderen. So, die sind ja jetzt hier noch original zu. Also das ist ja jetzt alles noch jungfräulich. Nicht wie bei den anderen Sachen, die ich gekauft habe. Wobei, da waren tatsächlich auch neue bei. Und was bei Rivellen, wie heißt das? Wie spricht man es aus? Rivell? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier so, dass ihr auch die Powders in verschiedenen Größen bestellen könnt. So, jetzt haben wir hier mal, das sieht. Sieht gut aus. Ich mache das immer ganz gerne wieder da in den Deckel rein. Damit ich den richtigen Deckel auf die richtige Dose, ich habe immer Angst, dass da Reste drin sind, dann in der falschen Dose landen. Ja. Also so viel jetzt zu diesem Unboxing. Ich habe es halt lieber bei, ich habe schon echt viele Farben von Dunels, muss ich wirklich sagen. Und da sind die ja so drin. Und da könnt ihr auch so Boxen bestellen mit Schaumstoff, wo die dann so einsortiert sind. Und ich habe mir tatsächlich da auch eine Box schon umgearbeitet, damit ich die zusätzlichen da reinmachen kann. Das werde ich euch dann wahrscheinlich später mal in einem anderen Video zeigen, wie ich das gemacht habe. Auch diese kleinen Döschen, die... Oh, hier seht ihr wieder nichts. Sag das doch, Leute. So, nochmal. Also ich mag es lieber, das finde ich bei Dunels schöner, dass man die so reinlegen kann und dass man die dann so sieht. Ja. Und deswegen habe ich mir halt, wie gesagt, Boxen, auch zusätzlich schon Boxen gekauft, wie unter anderem diese hier. Die habe ich mir von Amazon gekauft, so eine Geschenkbox, auch mit Magnetverschluss. Und da habe ich mir dann noch zusätzlich schwarzen Schaumstoff oder Moosgummi so gekauft und habe angefangen, wartet mal, für meine kleinen Döschen, die ich habe, das ist noch nicht fertig, das sieht auch noch sehr komisch aus. Habe ich angefangen, mir Schaumstoff zu machen, wo ich dann die kleinen von Aokitek die kleinen Dosen reinsetzen kann. Wie gesagt, das ist noch nicht fertig. Da müssen noch zwei Lagen hin. Und dann kommt das da in diese rote Schachtel. Und dann habe ich meine ganzen Aokitek-Döschen so sortiert. Ich stehe auf die Sortiersystem und da werde ich wahrscheinlich hier auch irgendwie noch was erarbeiten, wo ich das dann so mache. Aber es ist ja egal, weil die Liquids soll man ja eh nicht flüssig lagern. Doch, die Liquids sollte man flüssig lagern, ja. Man sollte sie nicht liegend lagern, sondern stehend. Und von daher macht es ja dann auch keinen Sinn, wenn die offen sind, die so in den Packungen zu lagern. Und deswegen werde ich wahrscheinlich hier das auch ein bisschen umarbeiten, dass ich mir die Farben da so reinstellen kann. Finde ich schöner. Jetzt haben die natürlich wieder alle unterschiedliche Formen, ist egal. Ja, so, jetzt sind wir so mit dem Unboxing durch.
Diese Nägel sind jetzt aber erst eine Woche drauf. Und auch wenn der hier abgebrochen ist und hier, mal gucken, ob ich das einfangen kann. Also das ist bei der Arbeit passiert. Ich muss sagen, die haben eine Woche gut auf der Arbeit durchgehalten und ich hatte Freitag Spätschicht und ich hatte Freitag Schichtleitung und ich hatte Freitag eine Blüte, die allererste Blüte in meinem Leben, aber ja, egal, Polizei war da und so weiter. Auf jeden Fall habe ich Schichtleitung gehabt und habe also keine Kasse gemacht, sondern wirklich die ganze Schicht nur malucht, sage ich mal. Und dann ist mir wirklich kurz vor Feierabend der Nagel abgebrochen. Ist ja auch bei diesen präventioniert, weil die Ecken, ne? Die Ecken brechen dann schnell weg. Und weil wir jetzt gestern und heute den ganzen Tag im Garten gearbeitet haben, um das Hochbeet aufzubauen, also dass es steht, das ist fertig. Jetzt lassen wir es erstmal sacken, dann wird es bepflanzt. Habe ich jetzt auch gesagt, ich mache mir die jetzt nicht neu. Und hier, was ich jetzt eigentlich euch wieder zeigen wollte, Mann, ich habe Quasselwasser momentan. Kriege ich das eingefangen? Wartet mal. Auf jeden Fall ist da auch so ein... Nee, das wird so nichts. Weiß ich, ob man es sieht, dass hier so ein bisschen, weil sich der Nagel gebogen hat, da... Jetzt sieht man es, ne? Da ist ein Riss. So. Ich könnte sie ja auch dicker dippen, dann würde das ja funktionieren. Aber ich habe festgestellt, so die letzten Male war es auch dicker, hat es ja auch super gehalten und alles. Bis auf, dass die Nägel an sich, der ganze Nagel abgegangen ist, aber es lag an der Klebweise. Aber wenn ich die zu dick dippe, Leute, dann kriege ich auf der Arbeit die Preisleisten nicht mehr mit der Hand weggemacht. Ich muss ja schon, also ich arbeite ja mit Handschuhen auf der Arbeit dann, wenn ich Ware verräume und so. Aber wenn ich Preisschilder ändern muss, ziehe ich ja die Handschuhe aus, um dann die Preisleiste nach vorne zu biegen und dann das Schild da reinzustecken. Also das alte Schild raus, neues Schild rein. Und wenn die Nägel zu dick sind, dann geht das nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht einkaufen und da ist eine Verkäuferin, eine Mitarbeiterin und kriegt mit ihren dicken Nägeln da, das geht nicht. Das ist, sieht ja scheiße aus, das ist ja höchst peinlich. Also habe ich sie jetzt dünner gemacht. Ja, was meint ihr? Womit soll ich starten? Ich höre jetzt mal auf, ganz viel um den heißen Brei drum zu faseln. Soll ich mit Dip Trip die nächsten Nägel machen? Ich denke mal so in einer Woche. Kommt drauf an, wie lange die jetzt noch durchhalten. Weil ich habe jetzt die Woche Urlaub und hätte dann ja auch Ende der Woche, also wenn sie jetzt nicht mehr so schön sind, ist ja egal, weil ich bin ja zu Hause. Soll ich damit anfangen oder damit? Ich habe keine Ahnung, was ich drauf machen soll. Wobei, das ist ein dunkles Rot. Oder, Rot geht immer, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werdet ihr da in nächster Zeit noch ein paar Testvideos quasi sehen. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich euch doch wieder ganz schön vollgequasselt in meinem Tagebuch Teil, ich weiß gar nicht, 7, 8, 7? Ich glaube 7, ich weiß es nicht. Ja, dann danke ich für eure Geduld. Wer bis hierhin durchgehalten hat, danke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben, entweder einen runden oder einen eckigen. Und vielleicht lasst ihr ja auch ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie hier meine Testphase weitergeht. Und ansonsten wünsche ich euch, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.